Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Gemeinde Rade. Mit dabei heute den Uwe, den Ron, Marc, Simon, Paul, Maschira Boxe. Hallo. 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 Ron, nicht so feste, nicht so feste, Ron. Nein, ich mach ganz langsam. Ich stoß langsam rein. Spielt ihr immer noch den LS19, ja, ne? Denkst du, was ich für ein Simulator ist? Ich seh ein A. Ja, das bin ich. Die musste mir jetzt mal das Malheur vom Marc und vom Uwe anschauen. Was? Ich hab kein Malheur. Ah ne, vom Marc und vom Ron, Entschuldigung. Ich habe keine Malheur. Nein! Eine Grande Malheur. Klingt voll so. Du bist eine Pfeife. Ah, ich war jetzt so abgelenkt. Sieht spannend aus. Aber jetzt haben wir gleich wieder, Marc. Halt dich fest, jetzt geht's rund. Jetzt haben wir gleich wieder. Ja, genau, halt's fest. Marc, du verstehst es wenigstens, das ist gut. Maschira? Ja? Brauchst du denn auch noch so einen Flug? Nein, ich hab deinen Traktor gewaschen. Ich gerade, ich hab mir nur einen Eichel geholt. Danke, einfach irgendwo hinstellen. Achso. Ich hab extra einen Kurs abgespeichert. Naja. Langsam, Ron. Schön langsam. Ja. Sonst kannst du nicht bei der FSL mitmachen. Ja, da hast du recht. Komm ich so rein? Wo ist der drunter? Ja. Ich glaube ja. Unter Tiefen? Okay. Ja, das passt. Es passt. Oh, ja, hängt irgendwo? Oh, warte mal. Ja? Ein Stück nach links muss er. Okay, dann fahre ich nochmal ein kleines hinten. Stück rechts. So. Agrolift. Dieses GRM. GRM-ZNS, genau. GRM-ZMSS. Das wird doch solide, oder? MFG. Hallo. Mit freundlichen Grüßen. Die Welt liegt uns zu Füßen. Oh Gott, oh Gott. Ja. Wir stehen drauf. Wir stehen drauf. Ist Werner überhaupt da? Ja, da kommt er rechts. Ach, scheiße. Entschuldigung. Vertieft ist, glaub lieber nicht. Hat der hinten auch schon was angebaut? Das sieht ja komisch aus, was ich da macht. Ja, ich glaub, der was sieht da komisch aus? Das ist Kunst, Werner. Das ist Kunst, das verstehst du nicht. Kennst du Jenga? Schau mal, ich hab das ganze Feld abgeerntet. Ganz, schau mal. Musst du eigentlich sagen, bist du stolz auf mich, krieg ich. Nee, du hast das richtig gut gemacht, muss man sagen, ne? Cool. Simon, weißt du, ob wir noch einen zweiten Flug haben? Wir haben keinen Flug. Ich muss jetzt mal blöd daherreden, weil sonst bin ich ganz auseinander, weil Werner mich doch auseinander bringt, ja! Gut, dass jetzt die Kamera gerade im Haus ist. Jetzt haben wir einen zweiten. Maschira hat gerade einen gekauft. Aber okay. Maschira denkt sich, haben wir nicht, kaufen uns. Eine Seemaschine, wir müssen jetzt anfangen zu sehen, mal langsam. Warum kommt der Winter? Wir brauchen auf alle Fälle noch zweiten Ladewagenfahrer. Feld 10 ist fertig, gekalkt. Ja. Achtung, Boxer. Ja. Dankeschön. Raus. Wie komme ich denn da hier rein? Da muss ich auch noch schwaden am Hof, ne? Am Hof? Am Hof. Ja, in den Hof reinfahren, links. Maschira, was machst du denn jetzt? Du willst einen Hof schwaden? Ich? Ja. Mit mir zusammen. Ja. Grubbern. Grubbern, fliegen. Uwe, fahren wir Ladewagen? Ja, Maschira hat anscheinend gerade den Flug selber sich gekauft. Ja, klar. Simon lagen okay, da oben. Okay, aber warum fährst du denn das große Ding? Ist das nicht der Hofschlepper zum Malheur beseitigt? Ja. Hinterrand liegt noch einer. Ja, der hat auch mehr PS als meiner. Ja, aber der ist nur zum Ziehen da, nicht zum Arbeiten. Ja, tu ich doch. Nee. Ich zieh den Kopf. Ich hab's probiert, was soll ich euch sagen? Maschira bringt ihn nur hin und wechselt, dann wollte er sagen. Ja, weiß ich doch. Frisch gewaschen ist er, der Deutz. Meine Güte, strahlt er wieder. Das Feld muss doch noch gekalkt werden, ne? Ja. Warum fährst du nicht erst in Vorgewinn, ne? Weil man es hinterher macht. Warum heißt das dann Vorgewende? Wenn man es hinterher macht? Dann heißt es Nachgewinde. Vorsicht, Ron! Vorsicht, ja, langsam rausziehen. Haben wir nicht noch einen zweiten Ladewagen? Nein, nee, haben wir nicht. Ja! Geil, den zweiten, den wir hatten, war der Mod. Den anderen, lass mal liegen. Da liegen noch zwei. Was? Ja, komm, du könntest das selber wegholen. Ja, aber ich glaube, du musst nicht mit. Vier Folgen lang nur bald. Kauft er noch einen. Ohne Spaß. Kauft er, guck mal auf dem Konto. Ich guck auf Konto. Boxe gibt gern Geld, das haben wir schon mal gesehen. Was?
Wo er das wohl her hat. Würde ich aber, das hätte ich den gleichen nochmal kaufen, Strautmann. Ist er das? Zum Glück habe ich schon mal gedreht. Hm? Wer hat die jetzt gekauft? Ich. Boxe lässt dein Schwan auch gar nicht mehr los, ne? Ich bin jetzt hier gleich durch. Und wer sammelt denn jetzt mit? Ich glaube Uwe. Ich bin unterwegs. Okay. Dann kann ich ja die Seemaschine jetzt gleich dran machen. Können sie machen. So, Ladewagen hier. Ja, komm vor allem weg hier, Mensch. Ich will hier raus aus Menschens dem Feld. Kinders. Jetzt kommt auch einer, ja. Das gibt's gar nicht. Mach dich weg hier jetzt. Mensch, ey. Was ist denn jetzt? Oh, meiner hat noch nicht mal GPS. Cool. Das ist ja auch nicht zu arbeiten. Marc, alles okay? Marc, warum? Will gar nicht wissen, was sie machen. Marc! Ich glaub's auch nicht. Gut, dass wir gegurtet haben. Ich sehe nur, dass der starke Helfer schon da ist und ich will's einfach nicht wissen, warum er schon da ist. Marc, ich helfe. Wir machen doch gar nichts. No, wir machen doch nichts. Wir bräuchten mal Unterstützung. Richtig, wir bräuchten mal Lader. Ja. Na, ihr habt doch Marschierer mit dem starken Schlepper da. Tja, ihr habt aber keine Konsole. Wie soll ich euch denn dabei helfen? Ich glaube, du brauchst halt nicht nur einen Frontlader, ich glaube, du brauchst einen Radlader dafür. Wenn ihr das gemacht habt, was ich denke. Ja, ich habe ein Beweisfoto gemacht. Gut. Marschierer? Besser wäre, wenn du mit dem Eich einfach den Wagen an dich nimmst und rausziehst. Das ist eine gute Idee. Marc! Achso! Okay, das funktioniert jetzt auch gerade nicht. Warte mal, wir machen Helfer. Warte, Helfer. Der lässt sich nicht helfen. Warte, ich habe hier hinten so einen Balken. Da habe ich hier, warte mal, oder vielleicht hier unten? Was probiert er da eigentlich? Wir bräuchten einen Polizisten. Was? Ja, wir brauchen Polizisten. Warum? Wir brauchen Verkehrsaufhalter. Ey, so. Jetzt bin ich wieder vorbeigefahren, ne? Ja, klar. Wie soll ich hier mit den... Schieb mal von der anderen Seite. Nein, jetzt haben wir da einen Haufen. Ja, Marc, du sollst mich doch nicht schieben. Ravenna? Ja. Warte, was ist hier los? Hattest du gesagt, du produzierst? Nee, ist aber hinten sind noch Big Macs ganz hinten am Hof. Ganz in einem Hof. Und es müsste was ein Speedmaster auch sein, theoretisch. Was ist da eigentlich los? Einmal Profis. Und warum nicht der... Ja, das... auf der Seite? Komisch, warum nicht? Nur? Hinschauen, nicht hinschauen am besten. Einfach weitergehen. Komm, Maschine, wir gehen weiter fliegen. Da lobe ich mir mein ruhiges Feld mit Uwe. Den Rest schafft ihr? Wo sind die Big Bags? Kann ich kurz zeigen? Ich kann nicht springen, wie soll ich dir das zeigen? Ja, sag mal, beschreibe. Also, du fährst. Warte mal. Ja, das wird ein Spaß, warte. Du bist jetzt. Ach du Schande, du musst einmal komplett umdrehen. Ja. Du bist ja nicht umgedreht, ich sehe das genau. Ja, einmal durch den Kuhstall fahren. Marc, ich glaube, es ist besser, wir rufen den ADAC an. Du bist stehen geblieben, Boxer? Warum, wir sind eng hier. Oder echt ein bisschen. Warum ist das hier so eng? Boxer, du bist wieder stehen geblieben. Du musst weiterfahren. Die Kollision ist nicht so. Ah, okay. Doch, passt jetzt. Ja, weiter raus. Ah, hier ist ein Haufen. Dann fährst du. Boxer. Du bist immer noch nicht draußen. Komm jetzt. Du kannst weiterarbeiten. Also, mein Trecker hätte ich vergessen können. Nee, das schaffst du schon. Komm. Raus jetzt mit dir, Boxer. Das dauert ja ewig. Fährt immer wieder zurück, ne? Meiner zieht echt ganz gut durch. Ja, ich fahr hier mit dem hier schon 12 km. Rechts. Ja, boah. Ja. Ah, weiter. Da, ich seh's. Danke. Okay. Alter. Warum ruckelt das auf einmal so? Da. Das gibt's ja nicht, oder?
will aber auch nicht. Das gibt's doch nicht. Echt, der klebt voll am Boden. So, jetzt? Wie dreht man das Ding? Mit dem Mausrad war das, gell? Hä? Was möchten wir denn besät haben? Was möchten wir drauf haben? So. Was brauchen wir denn? Das ist die Frage. Ja, wir haben ja noch nichts wirklich geerntet. Weizen. Boah, das gibt's nicht, ey. Jetzt? Was macht ihr denn da? Wenn wir so weit machen? Bergungsaktion, glaube ich. Lass mal liegen. Ja, lass mal liegen. Jetzt steht er zumindest auf dem Kopf. Oh, wow, falsche Richtung. Warte, Marc, ich zieh von der anderen Seite. Boah, zieh halt da. Warte. Jetzt kommen die Nachteile zu sehen von den kleinen, schwachen Traktoren. Oh, da kommt jemand dagegen. Oh, du... Ich biete dir ab. Okay. Anna, ich lass dich allein, ich bin voll, ich spring einmal weg. Ja, ist gut, solange du wiederkommst, alles gut. Robin. Dankeschön. Ja, ja. Ich komm mit dir. Kann mal jemand irgendwie die Straße absperren? Das wird ja nie was mit denen. Ne? Ja, dann stell ich doch einfach einen Weg. Du, aber die haben doch den Spaß, weißt du? Spaß? Das ist harte Arbeit. Warte mal. Andere sagen so, andere sagen so, ne? Ja. Aber ihr könnt ja den Verkehr kurz ausmachen, ist ja nicht das Problem. Jetzt ja. Jetzt kommt! Woll! Endlich, saubere Arbeit. Jetzt brauchen wir bloß noch eine Schaufel, einmal jemand, der wo hier die Straße wiederkehrt. Was liegt da drauf? Ich glaube jetzt Stroh. Ah, das verbläst der Wind. Alles gut. Warum ist mein Schlepper jetzt in Stroh eingepustet? Okay, wenn das der Wind verbläst. Verbläst, ja. Alter, ich hasse es. Marc, wo bist du hin? Irgendwie gerade nicht. Zum Hans? Ja, okay. Ich rufe mal telefonisch an. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo... Was ist denn hier? Was brauchst du denn, Paul? Wie kann ich dir helfen? Kurzer Leck über die Leitplankenschanze auf der anderen Seite der Straße eingeschlagen und da stehe ich jetzt. What? Klingt ja spektakulär. Soll ich die retten? Sah gut aus. Wir können das. Ja, wir haben Berge Dingsbusdotter. Wir haben das Bergungs-Add-on. Oh Gott, bitte, das hat er nicht zu laut zum Stamm. Noch. Leute in die Kommentare, ich will auch noch das Bergungs-Add-on haben. Wo kriegt man das? Wo kann man das runterladen? Da richten wir mal eine Webseite an. Ja, genau, warte. Dankeschön. Schön langsam. Aber es blöde Ding ist so schwer. Von der Höhe ist nicht super. Ganz so realistisch, mit mal kurz hinten anschauen, oder? Passt perfekt durch das Blätterwerk. Ich weiß, was die machen da drüben. Das dachte ich mir auch. Ich habe auch ganz schon einfach rein. Ja, irgendwo muss reingehen. Ich fahr wieder rauf und runter. Ich bin voll, jawohl! So draschen Spiel will ich nennen. Du wäre? Ja! Weißt du, wo da. Wer heißt denn das so? Das ist ja abartig. Hallo? Simon? Hallo? Was? Du Hals. Ich? Ah, ich hab die einfach gefunden, glaube ich. Oh, okay, sehr gut. Jetzt ist wieder gut. Hat sich erledigt, Werner. Ron? Ja? Alles gut? Ja, alles läuft. Okay, gut. Das war richtig. Ey, du kommst auch nicht voran hier, ey. Nee, war's nicht. Oh shit. Mach mal ein U. Schmeiß mal wieder hin. Was? Euch zwei zusammen losschicken ist, glaube ich, keine gute Idee. Ach nee. Ja, Werner. Das war super. Wolf. Anhänger so, verbogen, weißt du? Wo sind wir da jetzt? Spanngurte abgerissen. Keine Ahnung, wo wir sind. Alter, wie kommst du denn da hin, ey, zu dem Hans? Wo ist denn der Hans? Was? Das ist mal ja auch relativ einfach. Hä? Leute. Ja, wo denn? Hä? Ballenhuhan? Ihr seid doch völlig falsch, Ihr seid völlig falsch.
Wo seid ihr hingefahren? Hier, da wo ich jetzt gerade bin, ist der Ballenhans, ne? Ja, und wie komme ich da hin? Seid dran vorbeigefahren. Naja, den Weg wieder raus. Das war eine doch hier eine Einfahrt, eine große Einfahrt. Können wir das noch schnell mit aufnehmen? Ich guck mir das jetzt gleich mal an, was die Jungs da machen. Oh, Marc, langsam. Der bäumt sich. Marc, langsam. Seid ihr jetzt das erste Mal zum Ballenhaus unterwegs? Ja, ich dachte, ihr wart ja jetzt schon mal. Marc, wenn du jetzt links fährst, sag mal bitte Bescheid. Wenn du rechts fährst, sag mal auch Bescheid. Okay, warte, dann stütze ich rechts ab. Was? Oh Gott. Ja, läuft. Schauen wir das nochmal an, das kann nicht sein. Ja. Na, Werner, schaffst du mit der Geschwindigkeit, kein Problem. Hui. Aber ich finde das auch mal gut drauf. Ja, ihr alle Zeilen da drauf geschmissen? Ja. Die wollten nicht zweimal fahren, weißt du? Ja, was so, hier, guck mal. Hier ist die Einfahrt vom Ballen, Hans. Große Einfahrt, sagt er. Ja. Große Einfahrt, recht schmal gebaut, das wird interessant. Große Einfahrt, schmal gebaut. Ah, ja. Das kriegst du hin, Marc. Ich glaube an dich. Sieht gut aus. Jawohl. Jahrelang Jahre ah, das gemacht haben. Dach, boah, knapp. So, und hier muss er abladen. Rückwärts. Wer ist denn da? Werner. Hallo. Grüß dich Gott, was machst denn du hier? Schauen, was hier für ein Kack baut. Kack, schau mal an, wie schön ich den aufgeladen habe. Ja, wunderschön. Von hier hin. Gell. Wo? Ach, da rein? Ja. Okay. Ist ein bisschen zu hoch, oder? Kann das sein? Ach, das wird geschoben. Warum? Das ist dann jetzt dein Problem, ne? Ne, mit Abkippen kennst du dich doch aus. Mach's gut. Oh, tschüss, Sikorski. Mach ich in der nächsten Folge. Wunderbar, dann sind wir fertig für heute. Liebe Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.